Wir fliegen nach Dubai. Aussicht ist auch irgendwie gut, ne? Okay, sehr gut. Spannung im Popo halten, nie rausnehmen. Leute, ich weiß auch nicht, was er da für eine Übung macht. Ich weiß auch nicht, was für ein bekloppter Coach sowas macht. Welcome back, ihr Hübschen, zu einem neuen YouTube-Video von Beauty und Beast. Heute ganz ungewöhnlich die Location, wo wir euch begrüßen. Vielleicht errät es jemand. Wenn ja, schreibt es mal in die Kommentare. Wo befinden wir uns? Okay, wir sind am Flughafen in Frankfurt und wir nehmen euch mit zu einem Ausflug, der ein paar Tage länger geht wie ein Ausflug. Genau, das heißt, bleibt dran, es wird spannend, Leute. Erster Vlog wird jetzt Anreise für euch sein und die wird einen kompletten Tag dauern. Und wo geht's hin? Wir fliegen nach Dubai. Da waren wir vor 2 Jahren schon mal. Und jetzt gehen wir da wieder hin, weil es uns da gut gefallen hat. Für 2 Wochen sind wir dort. Genau, Leute. Das heißt, es wird ein Arbeitscamp in jeder Hinsicht. Ein Trainingscamp, ein Unternehmercamp. Bleibt dran, wird sehr spannend. So, Leute, wir haben es geschafft. Wir sind im ersten Flieger. Es geht jetzt nach Bahrain. Wo genau ist das? Puh, gute Frage. Irgendwo in der Nähe von Dubai. Gibt's auf jeden Fall Formel 1 Rennen. Leute, genau. Und ja, da geht's jetzt hin. Wie lange fliegen wir? Ich glaube, 6 Stunden. 6 Stunden. Wir haben auf jeden Fall schon mal Decke. Das finde ich gut. Mal schauen, ob es dann kalt wird. Gerade ich höre hier Sandwich. Und Leute, da hat jemand sein Sandwich vergessen. Aber was noch viel besser ist, mein ganzer Rucksack ist voller Essen. Für den kompletten Tag. Heute ist Rest Day. Und ja, das wird ein langer Tag, denn dann sind wir in Bahrain und danach geht es dann nach Dubai. Und da ist die Verpflegung wichtig, Leute. Also geht alles, gell? Meal Prep einfach eingepackt, genau die Mahlzeiten, die ich sonst auch esse. Nichts special, hält locker, auch Hühnchen. Ging durch die Sicherheitskontrolle, allerdings wollten wir jede Mahlzeit sehen. Es war in Ordnung. Wichtig war mir, dass sie nicht davon snacken. Ich habe gesagt, es ist sehr wichtig, dass sie mir das nicht wegsnacken. Ja, ich habe es sehr ernst gesagt. Ich schwöre euch, beim Essen gibt es bei mir keinen Spaß. Lukas gibt es hier nächstes Joy Meal. Haferflocken, Eiklar, Beeren und Erdnussmus. Haferflocken, bisschen Heidelbeeren, bisschen Erdnussmus. So Leute, über den Wolken, wir fliegen jetzt schon über 4 Stunden und es sind noch über 2 Stunden. Das ist lange und es ist eine kleine Challenge für mich mit dem Sitzen. Aber ich weiß ja, warum ich den Challenge mache, ne? Deswegen. Was das schon? Es wird jetzt die nächste Mahlzeit gefüttert. Reis, Hähnchen, Gemüse. Ist hier beim Joy Meal auch, oder? Ja. Weiter geht's. Und, das war echt krass, Leute. Es gab hier so Essen, was man bekommen hat. Das war tatsächlich Hühnchen, Reis und Gemüse. Natürlich mit einer Marinade, die sich 100% als so durchgehen lassen, aber ansonsten war das wirklich. War was Gutes draufgelegt, ne? Und geil, das schmeckt doch. Lukas, mir hat es sich reingezogen, sogar. 2 Portionen. 2 Portionen, Leute. Hat er verdient. Der hat ja direkt den Coach neben sich, der kann auch ohne WLAN Rückmeldung geben, ja? Ansonsten ist meine innere Unruhe. Geht so, weil ich jetzt quasi 4 Stunden nicht arbeiten kann. Macht mich ein bisschen unruhig, aber kriegen wir hin. Heißt, besser mehr Zeit mal für die kreative Birne. So, hey Leute, wir sind im nächsten Flugzeug. Also die große erste Strecke haben wir schon. Wir sind in Bahrain. Guck mal, ob ihr da irgendwas seht.
Der gute Flughafen gerade sah auf jeden Fall krass aus. Sah irgendwie auch schon, wo wir hergekommen sind, aus wie Dubai. Ja, und jetzt fliegen wir nochmal, ich glaube, so eine Stunde. Es sind 3 Stunden Zeitverschiebung. Also jetzt in Germany ist gerade 18 Uhr. Bei uns ist... Jetzt fühlt sich bei uns aber an wie 22 Uhr. Boah, ist so krass. Man macht nichts, ne? Man sitzt die ganze Zeit nur rum. Ja, ist einfach ein Blatt. Echt heftig für das System irgendwie. Ich finde es anstrengend, auch das Sitzen, ey. Genau, Leute, jetzt geht's weiter. Nächste Landung ist dann auch das Endziel. So, Leute, wir sind angekommen in Dubai. Und hier ist es jetzt auch schon 23.12 Uhr. Viel los hier auf jeden Fall. Jetzt geht's erstmal Koffer abholen. Und es ist sehr warm, Leute. Ich schwitze wie ein... Weiß auch nicht, auf jeden Fall schwitze ich. Hier meine Pullis. Koffer abholen und dann, glaube ich, dauert es schon noch mal bestimmt eine Stunde, bis wir in unserer Unterkunft sind. Voll lustig, wenn man überlegt. Bei uns ist jetzt eigentlich erst 20 Uhr, aber hier ist irgendwie schon 23:30 nachts. Leute, sehr lustig. Steps sammeln mal anders hier. Statt draußen in Nature einfach mal hier Flughafen-Vibes. Kommt auch was zusammen. So, Leute, wir sitzen im Uber, weil die Bahn war jetzt schon zu spät, hat uns nicht mehr dorthin gebracht, wo wir hin wollen. Deshalb fahren wir jetzt den Rest mit einem Uber. Und hier seht ihr, ist auf jeden Fall schon Nacht. Wobei es ja nie so richtig dunkel wird, weil einfach diese Stadt auch nicht schläft und da so viele Lichter sind. Sieht echt cool aus draußen. Ein bisschen sehen könnt. Da war auch gerade das Meer. Jetzt geht's ab zum Hotel. Wir haben jetzt hier 24 Uhr. Also 0.20 Uhr. Ich bin auch so müde wie 0.20 Uhr. Dabei ist ja eigentlich nach deutscher Zeit 21.20 Uhr. Thank you very much. Bye bye. Thank you. Bye. So, Leute, angekommen. Hier ist unser Airbnb. Lukas Schmidt. Einen wunderschönen guten Morgen, Leute. Es ist Tag Nummer 1 bei uns. Wir haben erstmal richtig fett ausgeschlafen. Hier haben wir jetzt schon 12 Uhr. Bei uns in Deutschland ist es 9 Uhr, also bei uns jetzt quasi noch am Morgen. Hier ist Mittag. Ja. Joey und ich, wir waren gerade eine kleine Runde laufen draußen, haben die Steps gemacht von der Joey. So eine halbe Stunde, 40 Minuten ungefähr. Sind einmal so um den Block gelaufen und das ist auch lustig, weil wir vor 2 Jahren schon mal hier waren und da waren wir auch in der gleichen Gegend. Also man sieht so ein bisschen, wie sich das hier in der Gegend so entwickelt und so, war echt cool. Und dann waren wir direkt einkaufen. Wir haben eingekauft so ein bisschen unser Bodybuilding-Stuff. Also Eiweißprotein, Whey-Protein, EAAs und Rice Meal. Und dann haben wir noch so ein bisschen so die Basics gekauft. Also Kaffee, Haferflocken, Beeren, Huhn, Reis und so Zeug. Und jetzt habe ich mir so einen Kaffee für Eiskaffee, Leute, gibt's auch hier. Joey hat hier einen Eiskaffee-Maker am Start. Genau, und dann, ich habe mir Frühstück gemacht jetzt. Das ist quasi Haferflocken, Whey-Protein, bisschen Mandelmus und Beeren. Also eigentlich alles wie daheim auch. Das ist übelst geil. Und schmeckt auch richtig, richtig lecker. So, Leute, und während die Joey jetzt mal ein bisschen ihr Coaching-Zeug macht, habe ich gedacht, ich check mal das Gym ab, schau mir das mal an. Ja, das ist schon geil hier, muss ich sagen. Kann man also trainieren richtig? Vielleicht nicht ganz, aber schaut mal her. Gibt es ein bisschen Cardio-Zeug. Dann haben wir hier ein paar Hanteln. Hier kann man gut Formchecks machen. Aha. Und hier haben wir noch eine Multipresse. Bisschen was für den Bauch. Bisschen was für die Legs.
Also eigentlich für so ein Hotel-Gym doch gar nicht so schlecht. Aussicht ist auch irgendwie gut, ne? Das Gebäude hier, wir waren vor 2 Jahren schon mal da. Boah, da ist mein Finger. Also das hier, was ihr da mit drin seht, so das hier. Das war vor 2 Jahren auch schon so. Alle anderen Gebäude außenrum sind fertig geworden. Wir wollten einen Kratzer, der linke, der gerade noch gebaut wird. Der war, vor 2 Jahren war der noch gar nichts. Den haben die fast fertig gemacht in der Zeit. Also echt verrückt hier. So Leute, bei der Joey ist der Arbeitsblock Nummer 1 rum. Bei mir ist der Arbeitsblock Nummer 1 auch rum. Mein Arbeitsblock Nummer 1 waren eine Stunde lang Pool, Sonnenlicht und Buchlesen. Also ich habe auch was für das Brain gemacht. Jetzt, what's the plan, babe? Wir machen gerade Pre-Workout und ich zeige euch mal, was wir heute noch von mir gefunden haben. Denn ich wollte gerne Rice Meal mitnehmen von uns aus dem Shop, aber ganz ehrlich, das ist so schwer und nimmt halt viel Platz im Koffer weg. Deshalb habe ich mich entschieden, mir hier eins zu holen. Irgendeine Marke, Applied Nutrition, I don't know. Rice Cream. Und die bereite ich mir gerade zu. Das klappt echt gut hier, mit heißem Wasser auch drauf. Und vom Sebum. Chocolate Peanut Butter, ein bisschen den guten Chris Bumstead unterstützen. Aber das ist ein geiles Way. Riecht geil und schmeckt auch sehr, sehr geil. Das gibt's jetzt und dann geht's ins Training. Bei mir gibt es auch Pre-Workout, Leute, das zeige ich euch auch noch kurz. Und zwar gibt es bei mir aus dem Joy-Coaching die Schoko Nice Cream. Nur diesmal nicht als Nice Cream, sondern als zermatschte Banane mit Eiweißpulver und Himbeeren und ein bisschen Mandelmus. Ich trainiere Beine heute, Joey macht Oberkörper. Wir haben hier ein Gym direkt ums Eck, da waren wir vor 2 Jahren auch schon mal trainieren, wo wir hier waren. Und da gehen wir heute einfach hin, damit wir das Training, sagen wir mal, erledigen können, ohne jetzt noch ewig rumzufahren und so, weil wir haben jetzt schon hier quasi Nachmittag, 14 Uhr und bei uns ist ja quasi deutsche Zeit noch 11. Also jetzt erstmal Training und dann sehen wir weiter, was der Tag noch so bringt. Ja Leute, hier wird gecontentet ohne Ende, denn ihr wisst ja, Content is King. Wir sind auf dem Weg ins Gym. Das Gym, wo wir hingehen, ist direkt neben dem Hotel. Also 150 Meter. Das ist top. Wir kennen das auch schon. Da waren wir dann eben vor 2 Jahren auch ein paar Mal. Da waren wir, glaube ich, nur einmal. Zweimal waren wir. Ich habe Beine trainiert und Oberkörper einmal. Geht beides gut, ist ein geiles Gym. Aber wir waren halt mehr in dem Binos Gym. Das ist hier auch bekannt in Dubai. Also für Bodybuilder halt einfach ein Traum. Ist halt einfach ein Stück weiter weg. Und heute wollen wir jetzt einfach nicht so viel Zeit verschwenden für die Anreise ins Gym. Deswegen geht es jetzt hier in das nahegelegene. Und bei mir steht Pull an. Und ich, bei dir glaube ich Beine, gell? Beine. Let's go. Let's. We'll be right back.
Wieder hoch. Hüfte nach vorne. Popo-Spannung. Yes. Ja, genau. Schön, schön, schön. Und wieder hoch. Okay, sehr gut. Spannung im Popo halten. Nie rausnehmen. Hüfte nach hinten schieben. Das ist dein Fokus. Ja. Schön, schön, schön. Leute, ich weiß auch nicht, was er da für eine Übung macht. Er ist Influencer. Oder er möchte es sein. Oder er weiß, wie es ist, wenn wir Frauen uns... ja, egal, Leute. Lassen wir es einfach so stehen. Was lustig ist gerade eben, ich habe die Bauchmaschine hier gemacht und ich habe keine Ahnung, was weiß ich, die halt schon ewig nicht mehr gemacht. Und ich tue so 40 Kilo drauf und will es so machen und denkst so, das bewegt sich gar nicht. Und da habe ich erst gedacht, ob die Maschine kaputt ist. Aber ich habe gemerkt, du bist kaputt. 40 Kilo ist ein bisschen zu viel. Lukas, Maschine ist kaputt, ey. Let's fit. Ist vor dem Einkauf und gleich vor dem Pre-Workout. Wir haben alle Essentials gekauft, Eier, Gemüse, griechisch Joghurt, Wasser, Hühnchen, es gibt alles hier, gar kein Problem. Und ich glaube, auch wenn es halt eine andere Währung ist, wenn man es jetzt mal umrechnet, ziemlich identisch wie bei uns in Deutschland. Ne? So Leute, bei mir gibt es jetzt mein Post-Workout-Meal. Da ist ein bisschen Haferflocken, Whey-Protein und Banane. Das gibt es bei mir Post-Workout aktuell, sehr lecker und vor allem auch, ich habe viel Bananen und solche Sachen und da ist auch ein bisschen Milch drin, also auch irgendwie so ein bisschen Nahrungsmittel, die jetzt nicht klassisch sind für Bodybuilding, für eine Bodybuilding-Ernährung, aber wir wollen ja zurzeit auch wieder ein bisschen Masse aufbauen, deshalb gibt es auch so Lebensmittel, die viele Kalorien haben, schmeckt mir sehr lecker, sehr geil und vor allem das Whey-Protein vom Sibam natürlich schmeckt auch richtig nice. Sind wir gleich ganz anders motiviert, wenn man Whey-Protein von Mr. Sibam hier isst. Und nebenbei mal noch kurz der Ausblick für euch, Leute. Da hinten ist die Sheikh Zayed Road oder irgendwie so heißt die. Das ist wie so eine fette Autobahn mitten durch die City. Da haben wir das Mercure Hotel. Hier unten ist die Metrostation. Kommen wir überall perfekt hin. Hier wegen Swimmingpool und so vom Nachbargebäude. Und hier hinten, neben der Moschee da, da ist das Gym von uns. Also übelst lustig, da vorne ist oder direkt unten drin im Gym ist auch der Supermarkt. Also alles voll zentral, easy zu erreichen. Let's go. So Leute, das ist jetzt der Abschluss von unserem ersten Tag heute hier.
Wir waren gerade ein paar Steps sammeln und uns ist richtig warm geworden. Wir sind viel zu warm angezogen. Man sieht es hier um uns herum, die Menschen. Kurze Hose, T-Shirt und wir. Joey mit der Winterjacke. Ja, komplett. Ich habe gestern gedacht, ah, oh, das ist windig abends so. Ich schwitze mir gerade einen ab, gell. Und ja. Sogar, obwohl ich eine Schneeflocke bin, ja. War ein schöner Tag. Wir haben ein geiles Gym gefunden, direkt bei uns neben dem Hotel. Haben die Gegend hier ein bisschen abgecheckt. Richtig schön. Sind auf jeden Fall gut angekommen. Jetzt gibt es daheim gleich noch was zu futtern und dann gehen wir früh ins Bett, damit wir morgen auch in dem Dubai-Rhythmus sind und ja, die Zeitverschiebung uns nichts mehr ausmacht. Also, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da, ein Abo auf dem Kanal und wir berichten euch natürlich weiter von unserer Reise. Bis dann, ciao, ciao.